Und daher ist der Tawhid der Rububiyya, wenn man ihn akzeptiert und annimmt, auch ein Beweis und ein Argument für das Verwirklichen oder das sich halten an den Konsequenzen und Erfordernissen des Tawhid der Uluhiyya. Ein Beispiel dafür ist die erste Imperativsform im Koran. Imperativsform bedeutet Befehlsform. Die erste Befehlsform im Koran ist die Aussage Allah Ta'alas, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Das ist die erste Imperativsform im Koran. Also die erste Aufforderung, wenn man nach der Reihenfolge des Mus'haf geht. Nicht chronologisch. Chronologisch ist es nicht die erste Aufforderung. Chronologisch betrachtet gab es schon vorher einige andere Aufforderungen. Viele andere Aufforderungen. U'budu rabbakum. O ihr Menschen, und hier sind die Menschen alle angesprochen, nicht nur die Muslime. O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Hier kommt das Wort Ibadah. U'budu ist die Befehlsform von Ibadah. Abada, ya'budu, u'bud. Dient eurem Herrn, seid seine Knechte, ergebt euch ihm, seid ihm unterworfen. Hier stellt sich eine Frage, das ist der Punkt, ein Beispiel dafür, dass der Koran einen großen Wert darauf legt, diese zwei Dinge miteinander zu verbinden. Man könnte sagen, es handelt hier um die Ibadah. Es handelt nicht nur um die Ibadah, es ist eine direkte Aufforderung, die Ibadah zu realisieren, sie umzusetzen, sie zu leben. Wäre es dann nicht angebrachter, einen Namen Allahs zu erwähnen, in diesem Kontext, der auch etwas mit der Ibadah zu tun hat? Allah Ta'ala sagt, U'budu Rabbakum, dient eurem Rabb. Der Name Rabb, wie man hören kann, hat etwas mit der Rububiyya zu tun, oder? Ar-Rabbu Rububiyya, die gleichen Buchstaben, die gleichen Radikale, die gleiche Wortwurzel. Wäre es nicht angebrachter gewesen, dass man hier sagt, U'budu ilahakum, dient eurem Ilah, damit auch das Wort Ibadah, dienen, einen direkten Zusammenhang hat mit dem nachstehenden Namen Allah Ta'ala, nämlich der Al-Ilah. Das könnte man so sagen, könnte man denken, aber Allah Ta'ala benutzt das Wort Rabb hier aus einem spezifischen Grund. Also das ist bewusst so gesetzt. Kein Wort im Koran, kein Buchstabe wird hinzugefügt oder weggenommen, außer um etwas zu verwirklichen, um den Inhalt auf irgendeine Art und Weise zu prägen. Warum das Wort Rabb an dieser Stelle? Ganz einfach. Damit wird die Aufforderung zur Anbetung sozusagen begründet, mit einer gewissen Kausalität untermauert. Also, wenn die Aufforderung kommt, bete ihn an, könnte die Frage kommen, warum? Und dann ist die Antwort direkt in dem Namen schon drin. Die Antwort, die Kausalität, die Ursache und die Begründung für diese Aufforderung steckt dann in dem Namen Rabbakum, weil er euer Rabb ist. Also weil er die Macht, weil er der Schöpfer ist, weil er der Versorger ist, weil er derjenige ist, weil er euer Gebieter ist, weil er euer Herr ist und so weiter. Und was noch interessant ist, die meisten Menschen verbinden mit der Rububiyya Allah Ta'alas, die Rububiyya Allah Ta'alas hat sehr viele Eigenschaften und Attribute, oder unter dieser Herrschaft Allah Ta'alas fallen viele Handlungen Gottes, nicht nur das Schaffen und Versorgen. Aber da das Schaffen oder dieser Schöpfungsakt und das Versorgen die einprägsamsten Eigenschaften der Rububiyya sind, also das, was die Menschen sich unter einem Rabb vorstellen, werden genau diese dann nochmal im nachkommenden Vers erwähnt und betont. Allah Ta'ala sagt nämlich danach, er beschreibt jetzt diesen Rabb, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا فِرَاشًا.
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Derjenige, der euch die Erde zu einem Bett gemacht hat, auf dem ihr lebt und wandert und schläft und arbeitet, also Untergrund, und den Himmel zu einem Dach, und der für euch Wasser aus dem Himmel herabgesandt hat und daraus verschiedene Früchte hervorkommen lässt. Und dann beendet er diesen Vers nochmal. Am Anfang war ein Befehl. Das zeigt uns, wie eloquent der Koran ist. Es sind nur wenige Sätze, diese beinhalten eine Aufforderung. Diese beinhalten eine plausible Begründung für diese Aufforderung. Beispiele für die Begründung, dass Allah Ta'ala der Rabb ist, und ein Verbot, abschließendes Verbot. Und die Sache ist geschlossen. Das ganze Thema ist geschlossen. Eine Aufforderung, Begründung, Beispiele, Verbot. Alles aber in diesem gleichen, im gleichen Kreis, also im Themengebiet. Diese Verse haben das Thema nicht verlassen. Der Abschluss, فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So macht oder nehmt euch neben Allah keine Andad. Al-Andad sind Gleichgestellte, die ihr, also sozusagen Nebenbuhler, die ihr neben Allah Ta'ala anbetet oder auch eben ihnen auch etwas von diesen Anbetungen von der Dienerschaft und Knechtschaft zukommen lasst. Wo ihr doch wisst, wo ihr was wisst, wo ihr wisst, dass diese Eigenschaften der Rububiyyah nur ihm zustehen, wo ihr doch wisst, dass er euer Rabb ist.